Mein Name ist Ute S. Ich bin bei der Stadt auf dem Außenarbeitsbereich von St. Georg. Wir sind hier in der Poststelle von Schwerbehindertenamt, Schwerbehindertenangelegenheiten. Und ich bin hier für die Ausgangspost, also die Post, die von den Mitarbeitern zu den Patienten oder zu den Bürgern versendet wird. Die packen wir zusammen ein, für die Ausgangspost tätig und für die Eingangspost. Die Post, die also hier von außen zu dem Amt kommt, müssen wir mit bearbeiten, indem wir sie auspacken, stempeln, tackern und verteilen in bestimmte Postfächer. Also wir werden hier gut behandelt. Also die Leute sind, die Mitarbeiter sind sehr freundlich zu uns und machen sich auch schon mal Gedanken, wenn es einem schlechter geht oder was mit einem los ist, und fragen auch schon mal nach. Und also man stößt ja auf Verständnis. Ich bin seit 2018 hier, mit drei Kollegen zusammen habe ich unten die Keller aufgeräumt, die jetzt geordnet sind mit Akten. Die Akten lagen quer und weh durcheinander, und seit 2020 in der Poststelle. Ich bin seit dem Jahr 2000 bin ich in der Enscher-Werkstatt. Herr Brinkmann hat für Außenarbeitsplätze geworben bei St. Georg. Und für mich war das lange Zeit nicht interessant, weil die Arbeitsplätze für mich nicht interessant waren. Aber als er uns den Arbeitsplatz bei der Stadt vorstellte, habe ich Interesse bekommen und wurde mein Interesse geweckt. Und ich habe dann mich beworben hier, habe eine Bewerbung geschrieben, Vorstellungsgespräch gehabt. Und bin dann genommen worden und habe dann hier angefangen. Und man kann selber bestimmen über seine Arbeit. Mein Name ist Jörg Hüttkamp, ich leite die Schwerbehindertenabteilung. Wir haben seit einigen Jahren eine sehr gute Kooperation hier bei der Stadt Gelsenkirchen und beschäftigen die sogenannten Außenarbeitsplätze. Hier in der Schwerbehindertenabteilung sind sehr viele Anträge, ca. 15.000 im Jahr, und wir müssen sehr viel Papier umsetzen und haben sehr viele Akten, und dabei sind die Arbeitskräfte von St. Georg behilflich, und der Jobcoach ist regelmäßig hier und wir versuchen dann gemeinsam das zu regeln. Mein Name ist Kai Brinkmann, ich bin Jobcoach vom Sozialwerk St. Georg. Ich betreue zurzeit insgesamt 13 Beschäftigte bei der Stadt Gelsenkirchen, und die Zusammenarbeit, sage ich mal, ist hier vorbildlich. Ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen sammeln können, was die Zusammenarbeit zwischen unseren Beschäftigten und praktisch der Stadt Gelsenkirchen angeht. Wir sind da immer im regen Austausch, und da, sage ich mal, fühlen sich natürlich unsere Beschäftigten super gut aufgehoben. Da wird zusammen Geburtstage gefeiert, da gibt es ein sehr, sehr gutes Miteinander, nicht nur was die Arbeit angeht, sondern auch was auch das Private angeht. Auch da haben wir super gute Erfahrungen sammeln können. Jeder Mitarbeiter hier von St. Georg, freue ich mich, dass er hier ist, und ich schätze auch die Arbeit, die sie hier verrichten, und die möchte ich auch nicht missen und möchte keinen von denen auch hier wieder abgeben wollen.